Dirk Krampe, bitte. Ja, ich habe Sie eben bei Sky im Interview gehört und Sie wirken da sehr ungehalten, auch über die Kritik von Didi Hamann. Können Sie das mal ein bisschen einordnen? Was hat Sie so daran gestört? Fällt Ihnen das jetzt noch ein bisschen vor die Füße, dass Sie die großen Personalsorgen, die Sie ja eigentlich während der gesamten Hinrunde schon hatten, dass Sie das nie oder selten thematisiert haben? Ja, vielleicht können Sie das an Didi Hamann fragen. Also ich will jetzt auch nicht über ihn nochmal in der PK. Es ist mir einfach aufgefallen in den letzten Wochen, und es geht nicht nur um unsere Leistung, es geht dort auch teilweise um einzelne Spieler, unser Kapitän, der dann immer wieder mal namentlich fällt, und das gefällt mir einfach nicht, und ich finde auch nicht, dass das passt, genau aus den Gründen, die wir ansprechen. Alle, die wie Sie ein bisschen näher an Borussia Dortmund dran sind, oft im Stadion sind, den Verein kennen, die wissen schon dann auch, wie wir durch die Hinrunde gegangen sind, wer dann da war, wer weg war, wen wir sofort wieder reinschmeißen mussten. Wir wissen alle, vor 2 Wochen gab es hier ein Spitzenspiel, wie das ausgesehen hat und warum wir dort als Verlierer vom Platz gegangen sind. Also im Fußball vergisst man dann immer relativ schnell, und es ist mir einfach seit Wochen zu einfach, zu billig und immer wieder auf unsere Kosten. Und dementsprechend habe ich dort jetzt einfach auch mal meine Meinung dazu gesagt. Ist, glaube ich, auch erlaubt. Die Experten dürfen das im Fernsehen, dann darf der Trainer das gerne dann zwischendrin auch mal.